So, wir gucken uns jetzt mal den Lachs hier an. Wir schauen uns mal an, was da hier jetzt läuft. Ja, mein Friends, man, nice. Ich habe eine freudige Nachricht. Es gibt wieder Merch von mir. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass wir eine Nice. ganz eigene Ich neue freue mich Firma so. gegründet haben und heftige Nicht. neue Sachen rausbringen. Diese heftigen Sachen sind gerade noch in der Produktion, aber ich habe noch meinen alten. Das ist allerdings wirklich exklusiv, denn das sind die letzten Teile, die wir noch davon haben. Schaut auf jeden Fall auf der Seite vorbei, ob eure Größe noch vorhanden ist und dann ab in den Warenkorb damit. Zu jeder Bestellung von dem alten Merch. Ach, das ist bloß der alte Merch oder. Hä? Ich dachte, der hat jetzt den neuen Merch. Wollte er nicht was Eigenes rausbringen? Bin ich geistig komplett zurückgeblieben oder weiß ich nicht, ja. Was ist denn das hier? Das ist ja immer noch der ganz alte Merch. Ich wusste ja noch nicht mal, dass der überhaupt noch Merch hat. Tim, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Das hast du mir nie gesagt, dass du überhaupt noch Merch irgendwo hast. Gibt es sogar eine exklusive Kuchen-TV-Autogrammkarte dazu. Das sind die ersten Autogrammkarten von mir, die es überhaupt gibt. Ich werde die noch unterschreiben, habe ich noch nicht. Viel Spaß auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Erster Link in der Beschreibung. Jo, Freunde der Jugendlichen vor ihrer Pubertät. Kennt ihr noch Jo Olli? Ich glaube, ich muss euch da nichts erzählen. Kissing-Pranks, Sex mit einer Minderjährigen, Verurteilung und jetzt erfolgreicher Rapper. Und vor allem immer richtig weirder Flex. Wirklich. Ja, schönes Fake Money. Ganz, ganz schönes Fake Money. Ja, es ist halt offensichtlich, dass das ja nicht echt ist. Weird. An dieser Sieht Stelle aus wie muss ich seine aber auch Uhr. einfach mal lassen, dass ich ein paar Clips von Jo Olli sogar in letzter Zeit ziemlich lustig finde. Zum Beispiel diesen hier. Ja, ist wirklich ganz gechillt, also. Ey, die hat ja einen geilen Rock. Und bei der ist die Strumpfhose unten. Ey, ich sag's dir. Geiler Puff hier. Oder entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, aber ich würde sagen, das ist hier ein relativ etabliertes Bordell. Olli, Ja, was denn? das hier ist ein Kindergarten. Kindergarten. Ey, noch besser, spar ich mir die 60 Euro. Komm, ey. Ach ja, Selbstironie. Oh Mann. Also muss ich sagen, finde ich, ist eine schwierige Sache, aber das passt halt doch einfach zu ihm. Ich wusste gar nicht, dass du dich dahingehend selbst hops nimmst, ne? Nimmt, meine ich. Schwierig. Immer wieder lustig. Auf jeden Fall hat sich der erfolgreiche Selfmade-Millionär gedacht, dass er ja richtig krass als Rapper durchstarten kann. Und deswegen hat er vor ein paar Monaten das Album Young Alpha rausgebracht. Jetzt hat er Ja, sich ich gedacht, auch. Bro, es wird langsam Zeit für Young Alpha 2. Was hat Sie dazu inspiriert, ein zweites Young Alpha-Album direkt neben dem Original zu bauen? Moneten! Wobei bei Jo Olli wohl eher Kinder. Das erste Album von Young Alpha kam auf Spotify zum Sina, Beispiel relativ gut an. Der Song Guter Tag hat einfach 2,3 Millionen Streams. Viele andere Songs haben die 100 oder 200.000 überschritten. Nun ist er, wie gesagt. Alter, wie viel das einfach Streams sind. Wie viel das einfach Streams sind. 2,4 Millionen. Der Rest hat Hunderttausende. Wie krank, nicht mal etablierte, also nicht mal Newcomer, sage ich mal, bekommen solche Zahlen. Das ist heftig, also wirklich, das ist mega heftig. Lauch, moin, das ist also keine Ahnung, da komme ich gar nicht drauf klar. Wie viel hat er denn momentan? Warte, ich muss ja ganz kurz gucken, wie viel er momentan monatliche Zuhörer hat. 380.000 monatliche Zuhörer. 380.000 monatliche Zuhörer. Warte, wir gucken mal ganz kurz, was hat denn Asche? Also Aschkobar, der von Kollegah Designing. Information. Na gut, 692.000, das geht auf jeden Fall fit. Also trotzdem so viel mehr als viele Newcomer, das ist echt krass. Das ist echt mega krass. Mit seinem Album Young Alpha 2 zurück in die Spotify-Charts. Und passend zur Zahl hat er auch Oh direkt Mann. zwei Weiber auf das Albumcover gemacht. Also ich freue mich ja schon auf Young Alpha 100. Die haben. Ich frage mich halt immer, wer diese Viber sind. Die für ihn posen dort. Also, schwierig. Schwierig, muss ich wirklich sagen. Cringe-Maske auf, aber zumindest sehen sie diesmal, zumindest von den Proportionen her, relativ erwachsen aus. Tja, bei 2 Millionen Spotify-Klicks kommen die Mädels halt von allein. Wir bekommen mit dem zweiten Teil insgesamt 11 Tracks, also einer weniger als im ersten Album. Außerdem sind die Klickzahlen bisher auch noch nicht so stark, aber vielleicht hat Spotify das auch einfach noch nicht aktualisiert. Bisher hat Sommerhit 2020 200.000 Streams, der Rest dümpelt irgendwo bei unter Ich 10.000 eins, rum. Es moin. ist natürlich langsam klar, dass er das Ganze halt nicht so ganz ernst meint, sondern das so auf Trollbasis durchzieht, einfach um halt ein bisschen Hype und Geld mitzunehmen. Ich muss sogar zugeben, dass ich ein paar Passagen in diesem Album sogar relativ lustig finde. Digga, irgendwas stimmt mit mir, glaube ich nicht. Vielleicht habe ich Pädophilitis oder so. Zum Beispiel sowas hier. Young Alpha 2. Nach dem Sex kommt sie nicht mehr rein. Oh, denn ich lass einen abseilen. Ich kack die Bude voll, du kleiner Troll. Findest das toll?
Ha, okay, also du lässt sie nicht mehr rein, weil du einen abseilst. Hat sie dir vorher irgendwas in den Hintern gesteckt? Wer bist du, Suna oder was? Geil ist unter anderem auch dieser Text hier. Alter, wirklich, das ist so... Junge, wie cringe eigentlich. Aber irgendwie auch belustigend, das muss man schon sagen. Hier sehe ich gerade eben ein Problem. Nach dem Video werden so viele Leute die Lieder von Yo Olli anhören, das wird krank. Ich wusste noch nicht mal, dass er ein Album gedroppt hat. Das weiß ich noch nicht mal. Jetzt durch das Video weiß ich es. Schwierig. Sorry, aber ich glaube, du hast da ein bisschen Stimme in deinem Autotune. Okay, also ich habe keine Eier, denn du machst daraus Spiegeleier. Also isst du gerne Spiegeleier aus männlichen Hoden? Kann es irgendwie sein, dass du dich auf diesem Album sexuell irgendwie komplett neu aufstellst oder sowas? Ich meine, das ist der erste Song des neuen Albums und du hast dir halt schon Dinge hinten reinstecken lassen und du hast männliche Hoden gegessen. Bruder, also ich glaube, beim Dschungelcamp hättest du richtig gute Chancen. Und naja, also beide Sachen hätte man sich auch schon bei dem übertriebenen Autotune eigentlich denken können, wa? Bruder, was für Testogehalt, Alter. Nachdem ich dein Album fertig gehört habe, ist mir eine Vagina gewachsen. Der zweite Song auf dem Album ist Bester Tag. Nicht zu verwechseln mit Guter Tag aus dem ersten Album. Ich frag mich, wer das im dritten Album noch toppen möchte. Hier sieht die Hook folgendermaßen aus. Deine Freundin hat dein Bart. Das ist hart. Heute ist der beste Tag. Deine Freundin hat ein Bart. Young Alpha 2. Kommt endlich auf den Markt. Heute ist der beste Tag. Deine Freundin hat ein Bart. Also ist es der beste Tag für dich, weil meine... Das könnte wirklich, also das können so Kleinkinder geschrieben haben mit deine Freundin hat einen Bart und die finden das halt lustig, aber es ist halt, weißt du, wenn du weißt, es kommt von jemand, der eigentlich älter ist, der eigentlich erwachsen sein sollte, dann ist das einfach nur, ich weiß nicht, ob das Fremdschämen ist oder ob ich einfach nur mich darüber amüsiere, keine Ahnung, es ist aber schwierig. Freundin Bart hat oder was? Im Song Zwei Frauen aus seinem ersten Album hat er dazu noch Folgendes gesagt. Ich brauch noch mehr und werd deine Frau klauen. Also ist es der beste Tag für dich, weil meine Freundin ein Bart hat und du dir meine Freundin klärst? Okay, also jetzt nichts gegen dich, aber nicht mal ich würde meine Freundin klären, wenn die einen Bart hat. Du siehst mein Puller und denkst dir... War das gerade eine Mischung aus China und aus Baku? Für mich persönlich sah das gerade so aus. Nichts gegen dich, aber nicht mal... Das ist doch China und Baku. Vereint, oder? Detra Dude, ich grüße dich. Und Loon Ace, moin. Ich würde meine Freundin klären, wenn die einen Bart hat. Du siehst mein Puller und denkst, er ist schwarz. Er ist nicht mal hart, was hast du dir gedacht? Oh. Ihn dürfen nur noch Models antatschen, aber nur mit Liebe. Mit was für einer Selbstverständlichkeit der aber auch diese Lines raushaut, oder? Am besten auf diesem Track ist allerdings diese Line. Schön, dass du da bist. Eine frische Pizza vom Italiener. Einen frischen Penis, nicht die kleine Spaghetti. Einen frischen Penis, nicht die kleine Spaghetti. Ist das etwa das, was du beim Kellner bestellt hast, oder wie soll ich die Line jetzt verstehen? Ich liebe alle Frauen, auch Asiatinnen, Schwarze, oh, Junge. Engländerin, USA. Ach so, stimmt, du hast... Junge, das ist echt... Was sollen die Leute jetzt denken, die gerade neu dabei sind? Die denken dann wahrscheinlich, ich gucke mir hier gerade einfach so diese Lieder mit an. Ima, was sagst du dazu? Wie findest du es? Du hast recht, denn Mädels aus Amerika heißen gar nicht Amerikanerin, sondern die heißen einfach USA. Klug, Digga. Der nächste Song heißt Sommerhit 2020. Auf jeden Fall schon mal sehr einprägsamer Name. Tatsächlich muss ich zugeben, dass der Beat mit der beste auf dem Album ist. Wahrscheinlich ist das auch der Track, der auf Spotify am meisten abgegangen ist. Wir hören uns die Hook einfach mal an. Generell geht es halt in diesem ganzen Tracker wirklich nur darum, dass er ihre Knit leckt, er kriegt den Schwanz massiert und das war es eigentlich schon. Also geiles Konzept auf jeden Fall. Nachdem ich den Track gehört habe, hatte ich echt richtig Ey, Bock auf Tief, einmal grüß dich, Bruder. Einfach rauszugehen in die frische Luft, ein bisschen am Strand chillen mit meinen Leuten, Alter. Geile Vibes. Der nächste Song heißt West-Berlin. Man könnte jetzt meinen, dass es ein Track von Bushido ist und... Ich würde denken, das ist ganz klar ein Track von Flair. Real Talk. Ey, was denkt der Typ sich beim Songschreiben? Ich weiß es nicht, Bruder. Ich weiß es wirklich nicht. Also es ist halt wirklich, wirklich schwierig. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass seine Familie darauf stolz ist bei dem, was er macht. Und naja, um was geht es halt in diesem Track? Geld und Frauen und Sex und... Das, worüber Young Alpha halt sonst auch so rappt. Ich muss hier sogar zugeben, dass der Flow in der Hook relativ gut ist. Zumindest für Young Alpha Verhältnisse und das auf jeden Fall Potenzial hat. Brandneuer Audi für nebenbei, so viele Girls zu
chillen ab, hab ich drei Flaschen auf Eis. Brandneuer Audi für nebenbei. So Tobi, viel moin. Zu wenig Zeit. Natürlich muss man hier sagen, dass er komplett schief singt und das ist auch richtig kacke bearbeitet. Aber wenn das ein ernstzunehmender Rapper wie Dönerbuden Ali gerappt hätte, dann hätte das meiner Meinung nach sogar relativ gut klingen können. Außerdem ist der Alter, Dönerbuden Ali, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich fand es schon immer cringe, sowas, wenn man solche Rollen spielt. Das ist genauso damals auch bei KS Freak. Dieser Martin oder so, diese komische Rolle, finde ich so übercringe, deswegen, ich kann mir sowas gar nicht reinziehen. Endlich mal ein Rapper, der über Audi rappt, Digga, danke, sonst immer nur Mercedes, Porsche, Ferrari, Lambo und endlich haben wir auch Audi auf die Deutschrap-Karte gebracht. Wobei Audi cooler war, als Young Alpha darüber noch nicht gerappt hat. Übrigens gibt es in dem Album auch wieder so Lines à la Girls wollen mich nackt sehen, nackt sehen, doch ich lass sie erst ab 18. Gut, dass er wenigstens seine Prinzipien beibehalten hat. Im Track Hotel möchte er uns dann noch endlich zeigen, wie krass eigentlich seine Flow-Variationen sind. Ich gehe gar nicht mehr bis keines hab von deiner Freundin jetzt viele Kratzer. 20k sind machbar. Klingt halt leider nur extrem scheiße. Dann kommt guter Tag und hier ist zumindest mal die Hook sogar relativ lustig. Guten Tag. Ja, die steht genauso. Ich habe einen schönen Kranz um meinen schönen Schwanz. Sacke, 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 zacke. Sacke, sacke, zacke, bäh. Ich bin's, Mr. Geilschwanz. Also noch uncooleren Namen kann man sich, glaube ich, einfach faktisch gar nicht selber geben. Nimm mich Bastard, ich frag mich, was du kannst, außer mich zu haten. Keine 10k im Monat machen. Sacke, 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 zacke. Bald mach ich sie in der Woche. Bastard? Wie kann man das denn so komisch aussprechen, Alter? Ansonsten ist die Hook aber... Ja, er redet von West-Berlin, er macht halt Flair nach, auch mit diesem Trap-Style. Dominik ist wirklich so. Aber wie er das macht, so richtig schlecht, so einfach. Denn man merkt einfach, dass der das nicht kann und es zeigt ihm halt auch niemand. Also es zeigt ihm niemand, wie es besser geht. Das ist einfach sein Problem. Aber wirklich, ja. Finde ich zumindest halt schon sehr, sehr lustig. So. Ansonsten ist der Track halt wieder ziemlich Standard. Da gibt es halt nichts, was irgendwie raussticht. Oh, außer nee. Halt diese unfassbar krasse Line, die auch Kollega schon mal fast so gerappt hat wahrscheinlich. Ich brauche nicht den Mob, denn das ist wie ein Wischmob. Und ich wisch damit meinen Boden. Ich bin jetzt abgehoben. Bruder, warum abgehoben? Ich meine, du bist Millionär, aber wisch deinen Boden einfach noch selber, anstatt Leute dafür einzustellen. Also, noch mehr Bodenständigkeit gibt's halt einfach gar nicht. Maschallah, einfach der Bodenständige. In der 7. Song ist dann Villa. Und jetzt muss ich halt langsam sagen, wird das Album sogar irgendwie ziemlich langweilig. Das Problem ist, dass er wahrscheinlich für das komplette Album ungefähr 2 Wochen gebraucht hat. Das merkt man halt einfach auch daran, dass sich halt oftmals Zeilen einfach gar nicht reimen oder wenn halt nur richtig Wacker Einsilbenreime vorhanden sind. Am Anfang waren immerhin noch viele selbstironische Lines drinne, oder halt einfach so stumpfe Sachen, die man halt irgendwo einfach feiern konnte. Jetzt langsam ist es aber einfach immer standardmäßig das Gleiche. Er versucht jetzt gar nicht noch irgendwelche coolen Lines unterzubringen, sondern das klingt so wie, ah verdammt, ich habe 6 Sachen erst fertig, ich brauche noch ein paar Tracks. Ja komm, ich schreibe jetzt einfach irgendwas runter. Und das ist halt wirklich schade, um ehrlich zu sein. Ich meine, in den Track Villa geht es halt wieder darum, dass er halt irgendwelche Mädels hat und die in der Villa bankt. Also genau das Gleiche, um was es halt schon die letzten 7 Tracks gegangen ist. Wenn das wenigstens nochmal cool rübergebracht worden wäre oder wenigstens 1, 2 coole Lines drin sind, dann hätte man das ja vielleicht noch irgendwo feiern können. Aber in diesem Lied gibt es ja keine Stelle, wo ich jetzt sagen würde, ja Mann, die muss ich dir auf jeden Fall zeigen. Aber ich zeige euch einfach mal den Beat. Gut, damit zeige ich euch auch, was da gerappt wird, aber egal. Keiner ist perfekt, doch der Boy ist nah dran. Du musst mir nichts beweisen. An sich ist der halt gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ich finde tatsächlich viele Beats auf dem Album halt gar nicht mal so wack. Allerdings merkt man halt deutlich, dass da halt viel zu wenig Zeit hintersteckt. Viele Beats klingen halt so wie, ja geil, Digga, das könnte was werden. Und dann hat der Producer einfach aufgehört, da weiter dran zu arbeiten. Natürlich ist das halt nur so ein Trollalbum und der will da ein paar Klicks und so weiter mitkriegen. Aber ich meine, du hättest doch wahrscheinlich mehr Reichweite bekommen, wenn du da auch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt hättest. Meinst du nicht? In seinem Track Meine Art gibt es auf jeden Fall eine einzige Line in der Hook, die ich euch auf jeden Fall... Ich denke halt wirklich, er würde weniger Aufmerksamkeit bekommen, wenn er mehr Qualität reinsteckt und sinnvolle Texte schreibt. Wenn er aber solche Texte schreibt, wie er es macht, solche richtig wacken, so richtig dumme, dann gucken sich das die Leute aus Unterhaltung an und wenn dann auch noch die Qualität oder die Arbeit darin nicht so krass ist, dann finden die Leute das umso mehr cringe und dann gucken die sich das halt oder hören die sich das halt aus Unterhaltung an. Und das ist wahrscheinlich so sozusagen sein Erfolgsrezept, weil jetzt wird ja wieder drüber gesprochen über Young Alpha und dementsprechend geht das jetzt wieder ab. Ich meine, der hat 380.000 monatliche Hörer. So, es gibt kaum welche, die so schnell so viele Hörer haben. Das ist krass. Das ist wirklich krass.
mal zeigen möchte. Leck meine Klöten, spiel an der Flöte. Leck meine Klöten und spiel meine Flöte. Dann kommt der Track direkt. Was denkt ihr, worum geht es? Richtig, erklärt er wieder irgendwelche Weiber und alles, was er halt vorher schon gesagt hat. Da kommen dann so Lines wie: Mann. Erfolg schmeckt zuckersüß, wie mein Schwanz in Honig getunkt. Da muss ich dann aber auch direkt los. Der vorletzte Track ist Veranda. Ja, da ist halt auch nichts Besonderes drin. Er hat wieder Sex, hat Geld. Genau das, was er halt schon vorher die ganze Zeit gesagt hat, ohne eine Line, die man jetzt unbedingt erwähnen müsste. Der letzte Track ist Groupie und da finde ich den Anfang halt wirklich sehr, sehr lustig. Ich liebe dich, Baby. Sorry, Selbstgespräch, okay? Du nennst dich selber Baby? Sagt man Baby nicht eigentlich eher zu Frauen? Digga, was willst du uns in diesem Album denn noch alles von dir veröffentlichen? Ansonsten hier auch wieder Sex, Auto, ja, die normalen Sachen halt einfach, über die er schon die ganze Zeit gerappt hat. Was kann ich jetzt abschließend zu diesem Album sagen? Naja, vor allem, dass ich das nicht fasse, dass ich mir wirklich das gesamte Album für dieses Video angehört habe. Wenn das keine Kanalmitgliedschaft wert ist, meine Freunde, dann weiß ich auch nicht. Das Problem an diesem Album ist halt auf der einen Seite, dass es halt... Durch sowas wie Tim macht, bekommt er doch nur Aufmerksamkeit. Kein Mensch weiß, dass er ein neues Album rausgebracht hat. Ja, Dominik, das stimmt halt wirklich, ne? Also, ich hatte ja damals auch was zu Olli gesagt, aber jeder hat halt auch über dieses, ja, das war jetzt ein erstes Album, jeder hat ja drüber gesprochen. Da habe ich auch gesagt, warum man so einen Schmutz unterstützt, ne? Ich habe ja bloß dieses Gute Tag angehört und das war's eigentlich. Ich hatte das ja von Tim schon mitbekommen, dachte ich auch so, ah. Also das auch noch so, ich meine, er zeigt uns jetzt praktisch so das Positive schon teilweise draus, dass es halt echt unterhaltsam ist. Ne? Also für mich persönlich kommt das, ich habe jetzt so im Nachhinein, habe ich so diesen Eindruck, dass das, was Tim gesagt hat, eher so belustigend ist. Und dementsprechend bekommt man dadurch, also ich meine, Tim bekommt dadurch halt schnell viel Aufmerksamkeit, viele Abos, viele Aufrufe, das definitiv. Aber ich denke, hier wird halt einfach in Yo Olli gepusht. Wirklich, hier wird gerade eben, dadurch wird ein Yo Olli definitiv gepusht. Durch das Video. Weil er da wirklich große Reichweite hat. Ne? Ich meine, er hat ihn ja jetzt nicht wirklich mega negativ erwähnt. Oder zumindest das nicht so zum Ausdruck gebracht. Sondern es war eher so, ja, es ist halt ganz lustig. Und die Texte sind ganz lustig. Und so wie er rappt, auch ganz lustig. Das ist immer schwierig. Halt null Abwechslung gibt. Auf der anderen auch, dass kein Hörgenuss vorhanden ist. Natürlich ist... Also na klar, kritisiert er ihn auch, was ich auch gut finde. Aber es kommt jetzt nicht so rüber wie, ja, hört euch das Zeug nicht an oder unterstützt so einen Typ ihn nicht. Ist er halt nur ein Trollrapper. Der macht das nicht, weil er denkt, er ist der Geilste, sondern er versucht so ein paar selbstironische, lustige, stumpfe Tracks zu bringen, in der Hoffnung, dass irgendwas davon halt viral geht. Aber trotzdem hätte man da mit ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Humor tatsächlich noch einige Lines raushauen können, die den Zuschauer tatsächlich unterhalten und dafür sorgen, dass die Tracks im Endeffekt halt öfter gehört werden. Am Anfang von dem Album gibt es halt tatsächlich einige Tracks, die viele lustige Lines beinhalten und ich dachte so, hey, das ist ja gar nicht mal so wack wie das erste. Allerdings hat er das dann zur Mitte des Albums einfach mal liegen lassen, hat dann nur noch Guck, das meine ich so, er sagt jetzt bis zur Mitte des Albums war es ganz lustig, das heißt, die Leute werden sich die ganzen Anfangslieder von Yo Olli anhören oder auch bis zum Schluss anhören, um zu gucken, ab wann es dann nicht mehr so lustig ist. Ja, also ist ja dann schon irgendwo ein bisschen, ja, ihr könnt ja mal rübergucken, weißt du, und dadurch wird er halt unterstützt. From the Movies, ich grüße dich. Sachen runtergeschrieben, wofür er wahrscheinlich 5 Minuten gebraucht hat, dann hat er das aufgenommen und Ende. Und das finde ich halt wirklich schade, weil er hatte zwar jetzt nicht Potenzial, der nächste Kollege zu werden, aber er hatte zumindest Potenzial, ein bisschen besser als Young Alpha zu sein. Mal abgesehen davon, dass es halt wirklich in jedem Track wieder nur um Sex, Geld und er nimmt keine Drogen und so weiter geht. So, ich meine, ein bisschen mehr Abwechslung wäre da halt schon schön gewesen. Versuch doch wenigstens mal 4 Tracks nur über Sex zu machen, 4 Tracks nur darüber, dass du keine Drogen nimmst und 4 Tracks, wo du einfach nur mit Sachen flexst, die du gar nicht besitzt. Das wäre halt viel besser, als jedes Thema in jedem Track anzuschneiden und dann 11 Tracks zu machen, die halt alle exakt gleich sind. Oftmals reimt sich in diesem Track halt auch einfach gar nichts und wenn halt nur richtig unsauber oder 1 bis 2 Silben. Das sind halt wirklich Sachen, die selbst ich dir halt in 5 Minuten runterschreibe und ich mich halt immer öfter frage, warum ich das nicht einfach mal mache. Also das Geld sollte man eigentlich tatsächlich mitnehmen, finde ich. Insgesamt kann ich dazu sagen, dass es halt zumindest nicht schlechter ist als das erste Album. Ich würde sogar fast sagen, dass es so minimal besser ist vielleicht. Jetzt wissen wir allerdings nicht, ob es der Kleine oder doch der Feine ist. Was sagt ihr zu diesem Album? Habt ihr euch das angehört? Werdet ihr das? Ja, ich sag mal so, ist an sich ein gutes Video. Aber wie gesagt, das unterstützt halt, nennen Yo Olli unterstützt das massiv. Das muss man sagen. Also das kann man auch nicht abstreiten. Ich gehe davon aus, dass viele Leute rübergegangen sind oder rübergehen werden zu Young Alpha. Aber an sich, ja, es ist in Ordnung.